Hallo und herzlich willkommen zurück bei YouTubers Live und meinem wahnsinnig aufregenden Leben auf YouTube mit meinem Kanal und den über 50.000 Abonnenten, die wir inzwischen haben. Ja, muss ja mal erwähnt werden. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Im Zweifel immer schlafen. Schlafen ist immer gut. Und vielleicht auch mal wieder was essen. Denn ihr seht es ja vielleicht hier oben, da lädt ein Video hoch. Wieder den kostenlos Fraß. Kann ja nichts Gutes sein. Und ein Wässerchen für die Figur. So, also ich wäre dann soweit. Finde eine Lösung für die Copyright-Verletzung. Soll ich die Strafe zahlen, das Video löschen? Ach, ich zahle einfach mal die Strafe. Ich wollte diese Karte auch gar nicht spielen. Verdammt. Ist schon toll, wenn man gezwungen wird, eine Copyright-Verletzung zu machen. Das ist Betrug. So, wie sieht's denn aus? Ich brauche dringend ein spannenderes Spiel hier mal. Ah, Rechner streikt. Ich nehme mal noch Call of Fury dazu. Das ist relativ neu in dieser... Schrott-Ding. Naja, wieder 20 Dollar weg. Ja. So, und die Abonnenten finden das, glaube ich, nicht so toll mit der Urheberrechtsverletzung. Vielleicht hätte ich es einfach löschen sollen. Ah, war vielleicht nicht so die beste Idee. So, Heini, ich muss dringend ein Video machen. Könntest du bitte mal da weggehen? So. Danke. Danke, danke. So, Call of Fury. Das ist noch ziemlich neu, 6 Tage alt. Und da kann ich ja vielleicht mal so ein Preview machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin gespannt. Aber vielleicht ist es jetzt auch schon zu alt. Ich weiß es nicht so genau. Sie weiß es offensichtlich auch nicht, wenn sie da vor sich hin plappert. Ich verstehe dich so schlecht, Herzchen. Was? Ja, super. Geht ja toll los. Ich kann wieder nur mit diesem Urheberrechtsverletzungskram starten. Jetzt muss ich auch noch falsche Karten ausspielen. Ja, das wird ein tolles Video. Wenn ich die zwei hier lege, dann gibt es wieder Ärger. Also spiele ich jetzt extra immer die falsche Karte aus, weil ich keinen Ärger möchte. Ist das so richtig? Macht das Sinn, was ich da tue? Kann mir das einer beantworten? Wäre ganz nett. Nein, 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 nein. Da, nix da, Polizei-Heini. Ja, jetzt läuft der Countdown runter, aber ich will diese Karte nicht spielen. Das gibt doch eh wieder nur Ärger, dann nehme ich auch kein Geld ein und dann ist das doch auch doof. Ja, und auch hier kann ich jetzt nur doof rumsitzen und nichts tun, denn diese Karte spiele ich nicht. Nö. Denn ich habe jetzt die Konsequenzen gesehen und die gefallen mir nicht. Ah, ich verliere Abonnenten. Ja, super. Ich sitze ja auch nur hier davor und mache nichts. Nein, Isabel, ich möchte jetzt nicht über Bankangelegenheiten reden. Bankgelegenheit ist auch nicht schlecht. Ja, das ist ja ein traumhaftes Video geworden. So, und das lassen wir gleich raus. Das ist ja totaler Müll. Das hat jetzt nicht mal einen richtigen Anfang. Super. Da werden meine Abonnenten aber ganz schön Augen machen, wenn sie das Video sehen. Da passt ja gar nichts vernünftig. Ach, was ein Schrott. Ach, egal. Schrott wird rausgehauen. Ich krieg trotzdem Punkte dafür, also von daher, joa. Was? Einladung zu einer? Nein, ich kann jetzt nicht. Sagt der Kalender.
Kanto VG-Show am 1. Mai. Ticketpreis $600, jawoll. Nö. Ja, ich würde jetzt gerne noch ein Video dann dranhängen, aber hoffentlich wird das nicht wieder so ein Reinfall. Ja, du hast mir gerade noch gefehlt. Erstmal frühstücken. Lade einen Vlog hoch. Dafür müsste ich aber natürlich mal rausgehen. Ne? So, Nighttime Shotgun zieht sowieso nicht mehr so gut. Also müssen wir jetzt sowieso das hier machen. Gameplay-Video. Und wehe, du bietest mir wieder so komische Karten an. Wehe dir, mein Freund. So, das ist schon mal schön. Da ist schon wieder der Polizei-Heini. Ah. Ja, noch kann ich passende Karten spielen. Jetzt könnte ich diese hier ausspielen. Will ich aber nicht, denn ja, ihr wisst ja. Konsequenz und so. Ich würde das jetzt gerne irgendwie überspringen, weil brauchst gar nicht runterzulaufen, ich spiele hier keine. Oder, daran habe ich jetzt auch noch nicht gedacht, kann ich die einfach spielen und nehmen sie nicht? Oh. Gute Frage, ne? Das werden wir gleich rausfinden. So, lassen wir die schön im Körbchen drin. Und machen das jetzt nur so. Machen nur ein kurzes Video, dafür eins, was sauber ist. Ja, und ob ich dieses Ding nicht einfach auch rausschmeißen kann, das bringt da eigentlich sowieso nichts. Es gibt keine Punkte dafür. Na egal. Wieder immer hier die Rekorde berechnet, ist mir übrigens auch ein Rätsel. Ich fand das Video jetzt nicht so rekordverdächtig, aber wenn er meint, also ich will ihn da jetzt auch nicht aufhalten. Also er wird es ja besser wissen wie ich. Denke ich mal. Oh, wann jetzt schon wieder? Hey, bist du auf mich da rumzuschieben? Ja, was ist? Ja, da halt nicht. Und wenn du deinen Helm nicht bald mal abziehst, rede ich sowieso nicht mit dir. Ich glaube, es ist an der Zeit, wieder einkaufen zu gehen. Das hat mich wieder total frustriert jetzt. Und ja, ihr wisst ja, ich muss wieder einen Frustkauf machen. Aber erstmal noch ein Frustwasser trinken. Und ein neues Level habe ich erreicht. Das ist ja schön. Wieder alles so das Übliche dazu bekommen. Mehr Glühlampen, mehr Karten, mehr Optionen zum Kaufen. So, nachdem wir uns in der letzten Zeit mit Deko beschäftigt haben, schauen wir doch jetzt mal nach einem besseren Equipment so. Natürlich kostet das auch mehr Renderpunkte dann beim Abzug hinterher. Das ist natürlich schlecht. Oh. So, ich hole mir jetzt mal das verbesserte Schnittprogramm, habe ich gerade entschieden. Das kostet mich nämlich keine Renderpunkte, außer hat sich mal interessiert, was dann passiert. Und mein komischer Rechner ist schon wieder Schrott. Grrr. Nein, ich will nicht ersetzen, ich will ihn reparieren. Warum geht das Ding immer kaputt? Menno. Warum ist der durch mein Paket gelaufen?
teure Software, nicht, dass die DVD kaputt ist. Wobei, es gibt ja heute gar keine DVDs mehr, es ist bestimmt so ein digitaler Download. So, Hannes, jetzt mach mal hin. Muss gleich mal ein neues Video testen. So, bin jetzt aber mal sehr gespannt, wie das dann hinterher bei der Schneiderei ist. Schneiderei mit Nadel und Faden, genau. Ah, das sieht schon mal netter aus. Kein Schutzmann ist da. So, hier kann ich jetzt nur das Falsche nehmen. Hier auch. Er läuft doch. Jetzt bist du durchs Bild gelaufen. Jetzt bist du mit auf meiner Webcam-Aufnahme drauf. Das will doch kein Mensch sehen, du. Du Honk. Ah, spiele ich jetzt die Karte und hoffe darauf, dass eine sehr günstige Abschlusskarte kommt. Ja, die einfache Verabschiedung. Sehr schön. Och, das ist ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, das sieht jetzt so komplett anders aus. Tut's aber nicht. So, das ist doch jetzt mal wieder standesgemäß hier ein schönes, langes Video ohne Copyright-Verletzungen und irgend so ein Mist. So, das kriegen wir hier besser nicht hin. Ja, ich verliere Abonnenten, ich sollte mehr aufnehmen. Drängel nicht. So, dafür haben wir hier mehr Optionen. Kontrast einstellen, ausblenden. Wenn ich Kontrast einstelle, gewinne ich bei dem Grünen 10 Punkte, 6 Punkte dazu. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, dann nehme ich doch jetzt einfach mal hier Hintergrundmusik. Stehe ich ja persönlich nicht so drauf, wie ihr vielleicht wisst. Und ordne eine Farbe zu. Was auch immer das bedeutet. Ich sehe das Video ja nie. Das ist ja der Vorteil. Ich würde die Videos ja gerne mal sehen, die ich so mache. Sind bestimmt ein Erlebnis. Das heißt hier, hey Kleiner. Hau ab. Ja, gab wieder ganz viele Rekorde. Das ist schön. Na, hoch mit dir, Video. Nein. Andauernd wollen die irgendwas von mir. Ist ja nervig. Neue Karte bekommen. Euer nur 12 Glühlampen. Oh, das ist ja billig. Ja, und ihr merkt schon, das ist jetzt so die Phase im Spiel, die bei solchen, ja, ich nenne sie mal, ja, Aufbaumanagement oder so kann man es eigentlich nennen, die immer irgendwann kommt, wo es sich jetzt so sehr gleicht im Ablauf, ne? Hochladen, Geld einnehmen, hochladen, Geld einnehmen, Equipment verbessern, neues Spiel kaufen, hochladen und so weiter und so fort. Oh, er hat sich hier mit seiner Freundin gestritten. Das ist mir so egal. Wahrscheinlich hat sie ihn wieder verprügelt, deswegen hat er den Helm auch auf. Und warum? Zu Recht. Ich bin einfach auf der Seite von der Freundin. Ich bin ja ein Mädchen. So. Apropos Mädchen. Was macht unser Mädchen denn doch? Das steht jetzt hier so ein bisschen blöd, wie bestellt und nicht abgeholt in der Gegend rum. Aber jetzt können wir noch schnell ein Video raushauen und das machen wir dann auch. All dieweil wir ja unbedingt Geld brauchen. Und apropos Geld, das Nighttime Shotgun, das verkloppe ich jetzt mal. Besser noch ein paar Dollar rausholen, bevor es gar nichts mehr bringt. Und gleich das nächste hinterher. Ja, komm, Geld, sprudle, sprudle Geld. Nein, ich bin gar nicht auf Geld aus oder so. Ich mache das hier nur für mich selbst hier. Für mein Selbstverständnis, zur eigenen Bestätigung der Person, für mein Yin und mein Yang. Nein, natürlich mache ich das für Geld. Was denn sonst? Machen wir doch alle auf YouTube. Wir machen das ja nur wegen der ganzen Kohle, die da immer kommt. Hoho. Ach, wie nett. Jetzt bringt er auch wieder so Karten, mit denen man endlich mal wieder was anfangen kann. Nach diesen ganzen Reinfällen die letzte Zeit ist das ja mal richtig angenehm. Verabschiedung mit Kuss. Hallo.
Mädchen, was machst du denn für Sachen? Kriegen doch die ganzen Jungs dann wieder Schnappatmung. Ui, Clan Wars ist endlich draußen. Das lang erwartete Spiel. Da warte ich ja auch schon, ja, seit Ewigkeiten drauf. Wer kennt es nicht? So, passt, passt, passt. So einigermaßen. So, wo haben wir denn jetzt Schwächen? Hier, wir haben Schwächen bei diesem Kameradingens. Und der Computer ist schon wieder kaputt. Ich fasse es nicht. Weicher Fokus und ein bisschen Hintergrundmusik. Und ich drehe dieses Ding gleich durchs Fenster nach draußen. Oder ich hau mal mit meinem Katana drauf und teile es in zwei Hälften. Dieses Drecksgerät. Entschuldigung. Wenn ich da gerade mal etwas unwirsch reagiere, aber das nervt. Nein, lade mich jetzt nicht ein. Oder repariert der gar nicht bis 100%? Oder spiele ich so extrem? Habe ich was an den Fingern? Ach, wahrscheinlich habe ich lange Fingernägel. Ah, das wird sein. Ja. Man hat es als Frau echt nicht leicht. Ich merke das jetzt ja so richtig im Spiel. Dafür habe ich eine neue Karte gekriegt. Juhu. Wie viele Punkte? Oh ja, 12. Ist ja ein Schnäppchen. Wütende Kritik. So, jetzt gucke ich nochmal bei Info. Doch, 100%. Was für eine Drecksmühle. Na egal. An der Stelle mache ich jetzt Schluss, denn. Ah, oh, du schon wieder. Denn wir sind am Folgenende angelangt. Ich sage Tschüss, macht's gut und ja, in der nächsten Folge, da kaufe ich mir wieder was aus Frust. Bis denn.